Aloha und herzlich willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick auf das Update 0811. Das Weihnachtsupdate von World of Warships, also eigentlich ja nicht nur Weihnachten, sondern auch Neujahrsupdate. Und ihr habt eben schon gesehen, das Intro ist jetzt ein neues mit diesem Bewegtbild und auch der Ladebildschirm ist einfach ein bisschen, nicht mehr so verwinkelt, so aufgebaut, sondern eher schlicht und direkt. Die Grafiken sind runder, ein bisschen cleaner, die ganze Ecke. Ja, und dann landet ihr in dem Bereich tägliche Lieferungen. Und ich habe jetzt hier mich schon mal ein bisschen eingeloggt, mich ein bisschen umgetan und habe hier schon mal gleich am Anfang festgestellt, es gibt hier für jeden Tag, den ihr euch einloggt, Schiffsbaumarken. Die behalten wir dann schon mal im Hinterkopf, genauso wie die Schiffsbaucontainer, aber eben auch die Weihnachtsgeschenke. Also das hier ist ein normales, dann gibt es wahrscheinlich wieder große, kleine, das weiß man alles noch nicht genau, das wurde noch nicht announced, aber hier kann man schon mal ein bisschen was sehen und auch, dass man hier wieder Premium-Spielzeit bekommt, ein bisschen Kohle, Tarnung, verschiedene, hier unten auch wieder Dublonen und so weiter und so fort. Und wenn wir die täglichen Lieferungen verlassen haben, dann landen wir im neuen New Yorker Hafen, der hier weihnachtlich geschmückt ist. Es fällt Schnee, wird an der Kamera dann so ein bisschen wegschmilzt und so weiter. Die Hintergrundmusik hört er jetzt eh auch schon. Auch sehr schön weihnachtlich. Insgesamt macht das einen irgendwie so ein bisschen eine demütige Stimmung. Ich finde das auch ganz cool, so warm, so. Ja, einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und gleichzeitig halt auch ein bisschen lustig, so. Ist ganz angenehm. Ja, das ist die Weihnachtsdeko, kann man sagen. Und das nächste, was wir dann hier im Hafen gleich feststellen, ist, dass wir hier Schneeflocken haben auf unseren Schiffen. Das war ja schon vor längerer Zeit angekündigt. T5 bis T10 hat diese Schneeflocken drauf. Und wir können uns jetzt hier gerade mal angucken, was man hier für T6 zum Beispiel bekommt. Da fangen wir mal an. Da haben wir 500 Kohle für T5-Schiffe, gibt es eben 400 Kohle für T7, dann sogar 750. Und dann kommen die ganz interessanten Sachen, denn für T8 und T9 bekommt ihr Stahl, wenn ihr diese Schneeflocke von eurem Schiff fegt. Und für T10 wird jetzt hier ein Container Schiffsbau angezeigt. In der Work-in-Progress-Information im Development-Blog hieß es, dass es ein Neujahrs-, also ein Geschenkcontainer wird. Ja, müssen wir einfach mal schauen, was nachher wirklich passiert. Aber auf jeden Fall wird es für den T10-Schiffen Container geben, welcher Art auch immer. Das heißt jetzt also für euch, wenn ihr dieses Video gesehen habt, hebt so viele wie möglich T8 und T9-Schiffe auf. Und auch in den unteren Tierstufen auf jeden Fall, weil Kohle, ja, das braucht man schon. Ich habe knapp 200 Schiffe hier im Hafen. Davon ist vielleicht die Hälfte T5 bis T10. Also ich werde auf jeden Fall ordentlich Kohle und Stahl farmen. Ganz, ganz safe. Das kann ich euch schon mal ans Herz legen. Dann haben wir zu Weihnachten Direktiven. Auch darüber hatten wir schon berichtet. Ich habe jetzt hier schon ein, zwei Gefechte gefahren. Deswegen hier auf dem Testserver gehen die Direktiven ja alle viel, viel schneller durch. Und ja, da gibt es dann hier so verschiedene Aufgaben, wofür ihr Schiffsbaucontainer bekommt. Was wir damit machen, zeige ich euch gleich. Ja, hier kann man hier so ein paar, haben wir schon erfahren hier. Und hier oben gibt es auch wieder Schiffsbaumarken. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt nicht weiter auf die ganzen Punkte ein, die ihr hier erfüllen müsst. Mit 4 Bänder verdienen und so eine Sachen. Hintergrund ist ganz einfach, das ist Work in Progress und ich vermute, dass die Aufgaben hier einfacher gestaltet sind auf dem Testserver, als sie nachher auf dem Live-Server sein werden. Sehr interessanter Hinweis sind aber die Direktiven 1 bis 7. Wartet auf jeden Fall. Was für mich so ein Hinweis ist, dass das nächste Update ein bisschen länger dauern wird als nur 3 oder 4 Wochen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hatte sie im Livestream schon mal gesagt. Wir werden ja Mitte Dezember ungefähr dieses Update hier bekommen. Und jetzt muss man ja wissen, dass wir früher Weihnachten feiern, als in Russland zum Beispiel die Weihnachten gefeiert werden. Die feiern ja erst Anfang Januar. Und üblicherweise ist das ja auch die Zeit, wo man viel Urlaub hat und wo man viel Zeit mit der Familie verbringt und so weiter. Und ich vermute, dass sie quasi mit diesem 7-Wochen-Zyklus, was wie gesagt eine reine Vermutung ist, nicht mal Work in Progress oder irgendwie angekündigt, sondern eine reine Vermutung von meiner Seite, dass sie damit das Update so, ich sage jetzt einfach mal, auf den Ende Januar-Zyklus wieder zurückpushen, weil wir jetzt ja schon wieder Mitte des Monats sind, dadurch, dass sie alle 4 Wochen ein Update bringen aktuell. Ja, wie gesagt, nach dem dritten bekommt man hier die Chinonome und die Schiffsbaumarken 300.
dann 300, nochmal 300, das geht hier so durch, ne? Überall sind es 300, außer bei den ersten beiden Direktiven, da sind es 250 respektive 200. Die Schunonome, die wird es natürlich nicht geben, ihr wisst es schon längst, wenn er uns schon längere Zeit folgt. Es wird die Goriza geben, ein T7-Schiff, wird es eben nach 3 oder 4 Wochen, ja, also nach der dritten oder vierten Direktive wird es die geben und dann könnt ihr den Rest auch abfarmen, weil ihr hattet ja schon gesehen zum Beispiel, hier vorne war irgendwo auch hier Vorstellung Goriza, ne? Das heißt, wenn ihr das Ding mit der Goriza fahrt, oder hier ist es jetzt die Shinonome in dem Test, aber in Wirklichkeit wird da Goriza stehen, sonst wird ja hier auch nicht Goriza stehen, das ist ganz klar, denke ich. Ja, also wird es wieder ein Premium-Schiff geben, was ihr dann wahrscheinlich auch im Store kaufen könnt, und wenn ihr euch hier nicht erfahren wollt erstmal, um damit bestimmte Aufgaben schneller zu erledigen. Jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz die Container an. Und wir machen jetzt einmal so einen Container auf. Ich habe hier 9 Stück gerade. Und so sehen dann die Inhalte aus. Also ihr kriegt hier Sammlungsgegenstände aus diesem Container, nämlich für die Sammlung Schiffsbau. Außerdem gibt es dann hier Kohle und Tarnung. Da werden sicherlich auch noch andere Inhalte dabei sein, die mir jetzt natürlich noch nicht bekannt sind zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache. Aber ja, so ungefähr wird es aussehen. Wir haben jetzt mal einen aufgemacht. Gehen dann auf Profil und dann schauen wir uns hier mal die Sammlung an. Die besteht nämlich aus 5 Reitern. Jeder Reiter hat 4 Gegenstände. Für jede Seite quasi oder für jeden Reiter, den ihr vervollständigt, bekommt ihr auf dem Testserver aktuell 24 Stunden Premium-Spielzeit. Ich vermute, das wird auf dem Live-Server sehr ähnlich sein. Und als Belohnung, wenn ihr die ganze Sammlung abschließt, ein Container großes Weihnachtsgeschenk. Auch das wieder. Ich muss es leider sehr häufig sagen, Work in Progress, es ist ein Testserver, es soll euch nur einen Vorgeschmack für die Sachen geben, die dann in Zukunft verfügbar sein werden, wie genau die Belohnungen aussehen, ob es vielleicht auch ein Kapitän ist, der in diesem Container drin ist oder was ganz anderes, ja, das wissen wir alles nicht genau. Wir wissen auch nicht, ob es, also ich gehe mal ganz stark davon aus, aber wir wissen es nicht konkret, welche Weihnachtsgeschenke es geben wird, aber auch die wurden indirekt ja, wie gesagt, in diesem Development-Block da schon angekündigt. Auf jeden Fall, hier habt ihr dann halt so Karten, ja, da gibt es dann hier Kranführerin und was haben wir hier noch, Schweißerin und so weiter, Bilder, das sind dann so Bestandteile einer Werft, ja, hier der die verschiedenen Kräne, schwimmende Werkstatt, Hafenrangierloks, dann gibt es hier Aufklärungsflugzeuge, Flugabwehrstellungen und was haben wir hier noch? Das hier sind dann Bestandteile eines Schiffs, zum Beispiel ein Anker, eine Radarantenne, so eine Sachen halt, Hauptbatteriedirektor und so weiter, an einzelnen Geschichten. Also wieder sehr, sehr cool gelungen, muss ich sagen. Und ja, also es gibt jetzt schon eine Schiffsbausammlung, es gibt Schiffsbaucontainer und ihr habt ja auch schon davon gehört, es wird eine Werft geben. Und die habt ihr jetzt hier oben eingeblendet, ich habe da jetzt schon mal raufgeklickt. Und dann gibt es einen kleinen Ladebildschirm und dann landen wir in der Schiffsbauwerft, wo ihr euer eigenes Schiff baut. Und zwar die Puerto Rico, hier ist sie schon mal eingeblendet. Ihr müsst dafür 32.062.500 Punkte sammeln. Das ist eine ganze Menge, ja. Und ihr werdet nach dem, wie ich es bis jetzt verstehe, bei den Nachrichten von Wargaming, dieses Schiff nicht, ohne dass ihr dieses Spiel spielt und dann den Hafen weiter ausbaut, also diese Dock hier weiter ausbaut, vervollständigen können. So habe ich die ganze Geschichte verstanden. Ja? Wir haben jetzt hier als Beispiel noch 27 Tage Zeit. Ja? Wir haben 465 Schiffsbaumarken, 31.000 Dublonen. Die stehen uns jetzt hier zur Verfügung. Das ist natürlich hier auf dem Testserver. Ne? Und hier unten sind die Phasen. Wir haben hier eine Phase, die in 6 Etappen unterteilt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gibt es die zweite Etappe, also zweite Phase, die dann auch wieder 6 Etappen hat. Dritte, vierte, fünfte und die sechste. Und jedes Mal, wenn man so eine kleine Etappe von der Phase fertig hat, dann bekommt man eine Belohnung. Hier sind es 5000 EP, da sind es 50 Signale Zulu Hotel, da nochmal Zulu 50 Stück, dann wird es als nächstes 1000 Kohle geben. Premium-Spielzeit, und wenn ihr die erste Etappe fertig habt, ja, dann gibt es hier ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Diese Markierung steht bei 1.312.500 Punkte. Und das geht dann hier so weiter. Ich will jetzt nicht alles komplett durchgehen, ja, aber ihr seht schon, hier gibt es dann nochmal ein Mega-Weihnachtsgeschenk,
Ja, wenn ihr da gelandet seid. Und hier gibt es dann Tarnung. Und zwar permanente Tarnung, die ihr wieder zuweisen könnt, wie ihr das wollt, auf T8-Schiffen, Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe. Die übernimmt dann die Premium-Werte, also wenn man Dublonen ausgegeben hätte für das Schiff. Das hier ist jetzt die Massachusetts B, die kann man dann auch mit dieser Tarnung versehen, aber es geht halt auch um Forschungsschiffe, ne? Die man mit dieser Tarnung versehen kann. Ja, und dann, wenn wir das alles durchgemacht haben, dann haben wir hier die 36. Phase, ist dann quasi der komplette Dampfer. Und wie ich es eben schon sagte, es wird also wahrscheinlich nicht möglich sein, dieses Schiff fertigzustellen, ohne dass man dafür etwas tut, nämlich sein Dock ausbaut. Ihr habt jetzt hier oben die Möglichkeit, den Schiffbau zu beschleunigen, oben links. Und ihr seht hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die kostenlose sowieso, damit fangt ihr quasi an. Ihr pusht sofort 500.000 Punkte, die werden euch sofort instant gut geschrieben. Und dann gibt es noch eine dauerhafte Beschleunigung von 6 Punkten pro Minute. Ihr seht hier den Tick, 131 Punkte pro Minute werden hier auf dieses Konto gut geschrieben. Ihr werdet wahrscheinlich zu Weihnachten nicht so viel Zeit haben, dass ihr jeden Tag spielen könnt, der eine mehr, der andere weniger. Darum gibt euch Wargaming die Möglichkeit, diesen Bau einen Ticken zu beschleunigen, wenn ihr denn möchtet. Hier auf dem Testserver ist es verhältnismäßig erschwinglich für einen T10-Kreuzer, wohlgemerkt, ja. Und die Puerto Rico ist wirklich, ihr habt es bei mir ja schon gesehen in den Livestreams, wenn ich diese Puerto Rico fahren durfte oder gefahren bin, die macht eine Menge Spaß und hat es jetzt mit diesen Verbesserungen, die jetzt während des Work-in-Progress-Status da eingesetzt wurden, wirklich in sich. Also macht eine ganze Menge Spaß, will ich es mal so ausdrücken. Ja? Man muss natürlich die amerikanische Fahrweise mögen und so weiter. Aber hier, 1000 Dublonen investieren, gibt euch sofort 4,5 Millionen Punkte und boostet die Beschleunigung, also boostet hier quasi die Punkte pro Minute um 104. Wir machen das jetzt einmal und boosten für 1000 Punkte. Guckt jetzt hier, was hier passiert. Wir haben jetzt noch 667.000. Die Dublonen wurden jetzt gerade abgezogen. Ihr könnt jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt was passiert. Genau in diesem Moment. Ihr seht, da hinten wird ein Gebäude aufgesetzt. Das dauert alles ein bisschen. Das Schiffchen hier wird jetzt weiter vorangetrieben. Wir haben nämlich die erste Phase jetzt gerade abgeschlossen. Und deswegen werden jetzt hier die ganzen Sachen gerade schnell eingesetzt, damit der Bau dieser Status hier, da werden die Panzerplatten angebracht und so eine ganzen Geschichten. Das ist wirklich mega, da zu sehen, wie hier die ganzen Sachen angebracht werden. Da hat sich meiner Meinung nach Wargaming echt was Geiles ausgedacht, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Da hinten werden da weitere Sachen, der Einbau der gepanzerten Schächte und paar Betten im Rumpf hier. Da kann man einfach auch mal so zugucken, finde ich. Ja, und ihr seid dann angekommen bei 5 Millionen Punkten und ihr macht jetzt 236 Punkte. Ja, das ist, bei dieser Geschwindigkeit schließen sie 23 von 36 Direktiven, also Abteilungen ab. 36 müssen wir aber abschließen, also müssten wir jetzt theoretisch nochmal 1000 Dublonen investieren und dann würden wir wahrscheinlich noch mehr davon abschließen. Die Abstände hier wären natürlich immer größer. Ihr könntet aber auch durch Erspielen machen, ne? Das soll jetzt hier nicht nur eine Werbung für Dublonen ausgeben sein, natürlich nicht. Ich will euch versuchen, umfänglich hier zu informieren, das ist alles. Eine Mitarbeiterkantine könnte man zum Beispiel bauen für 1000 von diesen Schiffsbaumarken. Das sind diese silbernen, die ihr am Anfang halt mit der täglichen Belohnung bekommt oder wenn ihr eben Direktiven abschließt. Ob ihr die noch anderweitig bekommen könnt, das ist zu diesem Zeitpunkt für mich unbekannt. Es kann durchaus sein, dass es Premium-Container gibt, wo dann auch wieder Schiffsbaumarken drin sein können. So eine Sache, wir kennen diese Geschichte von Wargaming, wie das dann möglich ist. Ihr könnt hier auf jeden Fall eine ganze Menge Marken erfahren. Vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, dass man die irgendwie mit Ingame-Aufträgen nochmal weitere bekommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das nur auf Dublonen umsetzen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? In den Geschenkcontainern können dann auch wieder Schiffe drin sein, also die ganze Geschichte. Ich finde es auf jeden Fall mega, die Idee, und ich hoffe, dass sie die auch über Weihnachten hinaus behalten, weil einfach nochmal diese Identifizieren mit einem Schiff, was man im Hafen hat, irgendwie nochmal ein bisschen größer macht. Finde ich persönlich. Ich finde es einfach nur genial und sehr, sehr spaßig. Ja, man kann sich dann hier auch diesen Bau des Kreuzers, den Prozess von Anfang an nochmal angucken in einem Video. Das will ich euch aber jetzt gerade nicht vorwegnehmen. Das könnt ihr euch dann in Ruhe, wenn ihr das gut geschrieben bekommen habt, also wenn ihr diesen Update da habt, nochmal in Ruhe anschauen. Dann geht es eigentlich weiter und zwar mit
Günther Lütjens. Auch der soll ja ins Spiel kommen und mit Update 0811, also zu Weihnachten. Und ich habe jetzt mal ein bisschen hier durchgeguckt, beziehungsweise mir wurde auch während des Livestreams nochmal ein Tipp gegeben. Ja, ey, guck mal da, da gibt es einen Auftrag. Ja, es gibt hier einen Kampfauftrag. Auf dem Testserver gibt es den. Und am Ende dieser ganzen Geschichte steht ein 10er Kapitän Günther Lütjens mit diesen Sonderfähigkeiten. Wie gesagt, auch hier Work in Progress. Wir wissen nicht, ob es für einen Auftrag sein wird oder doch die Belohnung einer Sammlung oder ganz anders sein wird. Aber hier auf dem Testserver ist es so, dass ihr mit T8-Schiffen oder darüber 1,5 Millionen Credits verdienen müsst. Das ist relativ überschaubar und machbar mit den Flaggen, ne? Dann gibt es die zweite Etappe, da müsst ihr 45.000 EP verdienen. Auch das ist mit Tarnung, das sind hier nicht Base XP, sondern ganz normale EP. Und dann gibt es noch Abschnitt 3, da müsst ihr 5 Gefechte gewinnen. Alles geht in Zufall oder gewerteten Gefechten. So wie es jetzt hier steht, ist also kein Koop möglich. Ja? Da müsst ihr dann 5 Gefechte gewinnen und am Ende der ganzen Geschichte steht dann Günther Lütjens, ein Kapitän, den ihr auf deutschen Schiffen sehr, sehr gut gebrauchen könnt. Das ist das, was man jetzt erstmal sagen kann. Ein letzter Punkt, den ich euch nochmal hier näher bringen möchte, sind die deutschen Schlachtschiffe und die Streuung, die sich da ja verändert hat. Die Streuungsellipse. Ich bin jetzt 1-2 Gefechte mehr gefahren mit der Gneisenau zum Beispiel, auch mit der Scharnhorst bin ich gefahren. Und ich muss sagen, ja, man merkt eine leichte Veränderung, so subjektiv. Das ist ganz schwer zu merken, weil der Sigma-Wert verändert sich bei den Schiffen nicht. Es ist nur die Art und Weise, wie die Granaten sich in der Streuungsellipse verteilen. Das ist am Ende irgendwie leicht modifiziert. Das Gefühl hat man schon, ja, aber es ist für mich trotz alledem nicht so was, wo ich sage, boah, mega buff. Sag ich euch ganz ehrlich, ist meine Wahrnehmung. Macht euch selber gerne ein Bild, wenn das Update 0811 auf dem Server verfügbar ist. So, und dann würde ich sagen, dann lasst uns nochmal ganz schnell in das Captain's Logbook gucken. Ein neuer Raum, der in World of Warships in Update 0811 integriert wird. Einfach oben raufklicken, dann Captain's Logbuch auswählen, dann wird der Raum geladen und dann wird er auch erleuchtet. Wir haben hier ein Regal für Schiffe, ein Regal für Flaggen, für Tarnung, so ein Board. Unten gibt es hier Abzeichen zu sehen, da gibt es dann Kapitäne zu sehen. Das alles ist auch über die Seite hier komplett erreichbar, also da kann man dann sich durchklicken. Ja, und das ist am Ende nur ein Achievement-Raum, wenn man dazu sagen möchte, was habe ich bereits erreicht und was könnte man sich dann noch eben zulegen. Man kann die Sachen auch suchen nach dem Namen hier oder eben auch filtern nach Tierstufe, Nationen und Schiffstyp. Ja? Also, oder nur erhaltene Anzeigen, nicht erhaltene Anzeigen und so weiter. Ja? Das ist überall gleich bei den Regalen. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, das soll es gewesen sein mit dem Ausblick vom Testserver. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder allumfassend hier informieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn es so ist. Vergesst das Abonnieren nicht, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn ihr die Puerto Rico nochmal in Aktion sehen wollt, dann einfach hier bei uns auf dem Kanal nach Puerto Rico suchen. Dann gibt es da auch nochmal einen Hinweis. Da könnt ihr dann nochmal gucken, wie die Puerto Rico sich denn so fährt. Als neuer T10 US-Kreuzer, den ihr euch in eurer eigenen Schiffswerft zusammenbauen könnt. In dem Sinne, habt eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Haut rein, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.